Einen wunderschönen guten Tag, das hier ist der Expertentalk und heute haben wir ein außergewöhnliches Thema. Außergewöhnlich für Würzburg, denn wir reden über einen Studiengang, nämlich den Studiengang Compliance und Datenschutz. Das hier ist er und er ist deswegen einzigartig, weil so etwas gibt es in ganz Deutschland kein einziges Mal, nur hier in Würzburg. Und um einen kompetenten Ansprechpartner dazu zu haben, einen Experten, habe ich heute als Gast Uwe Dolater, einen der Mitinitiatoren dieses Studiengangs. Uwe, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um über diesen Studiengang zu reden. Ich danke fürs Interesse. Kommen wir doch gleich mal auf dieses Thema Compliance und Datenschutz. Das ist ja im Moment in aller Munde. Man liest in allen Zeitungen was, große Firmen sind davon betroffen. Warum ist dieses Thema momentan so interessant und in aller Munde? Ja gut, Compliance auf Deutsch, Gesetzes- und Richtlinientreue, sagten Sie ja schon, anhand der vielen, vielen Skandale, die wir den täglich den Medien entnehmen, der Zeitung, den Nachrichten, dass sich in der Wirtschaft viel tut, entweder Straftaten aus den Firmen heraus oder Straftaten, die die Firmen betreffen. Und hier sollte also Vorsorge getroffen werden. Jetzt müssen wir kurz einen Schritt zurückgehen, denn du bist der Mitinitiator. Es gibt ja noch jemand anderen, die Frau Professorin Kreidel. Die hat ja mit dir zusammen diese Idee ausgearbeitet und ihr habt das Ganze dann in die Tat umgesetzt. Wie war denn das überhaupt, diesen Studiengang zu entwickeln? Das klingt immer so leicht, wenn du das so erzählst. Ja, habt ihr halt mal so gemacht und jetzt ist er da. War es tatsächlich so oder war es ein bisschen doch anstrengend? Ja, es war sehr anstrengend, aber wir hatten zwei Grundideen. Und zwar zum einen, durch unsere Arbeit an der Hochschule mit den Studenten stellten wir in Projekten fest, dass Compliance für einen großen Kreis von Mittelständlern, aber auch großen Unternehmen natürlich mittlerweile interessant geworden ist. Und hier hat sich noch herauskristallisiert, dass neben dieser Gesetzes- und Richtlinientreue auch vor allen Dingen der Datenschutz ein großes Thema ist. Und da Frau Professor Kreidel Datenschutzexpertin seit Jahren ist, hat sich das natürlich angeboten, einmal einen Schwerpunkt aus Compliance noch extra herauszunehmen. Und da hilft uns auch die Gesetzeslage, weil einerseits ja die CSR erfordert, also Berichtspflicht nach CSR, dass wir Compliance oder was wir unter Compliance verstehen oder welche Tätigkeiten wir in den Unternehmen dahingehend angestrengt haben, berichten müssen nach Europa. Und der Datenschutz mit der Europäischen Datenschutzverordnung auch gerade on bock up to date ist, weil er auch bis zum Mai gemeldet werden muss, was wir dagegen unternommen haben. Und somit sind wir praktisch auf dem Punkt genau gestartet mit unseren Vorstellungen, Visionen, die wir vor über 2 Jahren hatten, aber dann durch die vielen Ministerienauflagen etc. eben so lange gebraucht haben, bis wir tatsächlich loslegen konnten. Aber jetzt ist er da. Und dann stellt sich natürlich gleich mal die erste Frage, für wen ist denn jetzt dieser Studiengang überhaupt interessant? Wie gesagt, eingangs, man liest ja immer von den großen Firmen, aber es ist ja, und das hast du ja auch schon gesagt, gar nicht mehr nur die großen Firmen, für die so etwas A interessant, B aber auch wichtig ist. Du hast gerade von Berichtspflichten gesprochen, neue Gesetzeslage, die es oder Gesetzesveränderungen, die es gibt. Also wer ist jetzt so ein typischer Teilnehmer an diesem Studiengang? Ja, also wenn wir herunterbrechen, je nachdem, wo die Unternehmen denken, Compliance ansiedeln zu wollen, schwerpunktmäßig. Also die reine Lehre geht davon aus, Personalabteilung oder Revision oder ja. Rechtsabteilung. Jetzt sagt man natürlich, Zielgruppe wären dann entweder Rechtsanwälte, die als Syndikus irgendwo arbeiten oder eben Freie, die beratend tätig werden und sich auf dem Gebiet noch spezialisieren wollen. Oder die Revision an und für sich, die sich breiter aufstellen möchte, also sprich die Compliance-Themen auch außerhalb der Revision natürlich mit einbeziehen wollen. Dann, wenn ich die Steuerabteilung in den Schwerpunkt nehmen will, da habe ich auch Tax Compliance, also sind die Zielgruppen alle, die aus diesem Bereich kommen. Oder wir haben jemanden, der aus der Personalabteilung die kommt, der also die ganzen Schulungen, auch die Arbeitsverträge zuvörderst zieht und dann aus diesem Bereich sich weiterbilden möchte, oder dann eben die aus den Ermittlungsbehörden, also die auf, sagen wir mal, dann der Seite stehen, die die Straftat aufzudecken haben, also Wirtschaftskriminalisten oder Staatsanwälte oder Rechtsanwälte, wenn sie als Privatermittler Wirtschaftsprüfungsunternehmen, alle das sind unsere Zielgruppen. Also im Grunde betrifft es schon ein sehr, sehr breites Feld an Personen,
für die dieser Studiengang interessant wäre. Was sind denn jetzt die typischen Inhalte? Wir haben ja schon gesagt, klar, es geht um Compliance, es geht um Datenschutz, aber was konkret wird denn dort jetzt überhaupt dann vermittelt? Also da wird ein Schwerpunkt, weil Compliance, wenn man Gesetze und Richtlinien Treue hört, denkt man ja zuallererst an Recht. Ja. Also würde es sich anbieten, natürlich Rechtsanwälte. Das klingt ja dann erstmal so trocken, nicht? Genau. Oh Gott, schon wieder Recht. Vertreter aus der Justiz, ja, etc. Aber wir wollen ja betriebswirtschaftlichen Ansatz vor allen Dingen pflegen. Wir kommen ja auch aus der Kooperation, aus der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Also ja, wollen wir erstmal Personen, die betriebswirtschaftlich auch mit Vorkenntnissen ausgestattet sind, die auch die Blickrichtung aus der Betriebswirtschaft haben. Also das ist eine ganz andere Sichtweise, als jetzt speziell das Recht im Fokus haben. Auf jeden Fall. Wenn man sich international aufstellen möchte, ist man natürlich wieder anders unterwegs, als wenn man nur global hier, ja, nach dem GmbH-Gesetz, nach dem Handelsrecht etc. etc. Ja. Nur seine Vorstellungen auf den Weg bringt. Ja. Und deswegen ist es ganz unterschiedlich. Wir können also sagen, dass wir mit dem speziellen Kreis, den wir immer in den Bewerbungen dann erlangen, auch zusammen uns überlegen, aus welcher Richtung wir auf die Reise gehen. Wir haben natürlich Dozenten, die jetzt speziell dafür zuständig sind, also Betriebswirte, dann eben Rechtsanwälte, die, ja, das Recht vertreten. Auch Staatsanwälte. Natürlich, ja, auch Staatsanwälte. Oder auch Datenschutzexperten, wenn man jetzt noch diesen Bereich natürlich sieht. Aber ist jetzt die Gruppe irgendwo anders unterwegs oder möchte sie anderswo hin, dann ziehen wir uns natürlich Experten zu, die auch noch maßgeschneidert auf diesen Leib, sage ich jetzt so im übertragenen, ja, Sinn, zugeschnitten werden. Das heißt also, der Vorteil von diesem Studiengang ist eigentlich, er hat natürlich ein gewisses Korsett, einen Rahmen. Das heißt, es geht natürlich ein bisschen um Recht, ganz klar. Ich meine, das ist die Grundlage. Aber hauptsächlich geht es um diesen betriebswirtschaftlichen Blick auf die Unternehmen. Und dann, und das ist das Besondere, wird das Ganze maßgeschneidert auf die Teilnehmer. Wenn die also sagen, das sind so Themen, die uns interessieren, was weiß ich, Strukturen beispielsweise oder Ermittlungsansätze oder was auch immer, dann sind da die entsprechenden Leute und dann kann man das Ganze umsetzen. Jetzt auch nochmal als weitergehende Frage, gibt es denn jetzt irgendwie jemanden, den du diesen Studiengang besonders empfehlen würdest, wo du sagst, also das ist auf jeden Fall jemand, der sollte sich diesen Studiengang auf jeden Fall antun, weil für den passt der perfekt. Also das ist der Betriebswirt, der sich, jetzt sage ich mal, wir haben ja eine ISO 19600 mittlerweile, ja, für Compliance, diese ganzen Regularien, die in der ISO vertreten sind, auf den Weg bringen möchte und eine gewisse Unternehmensethik vor allen Dingen in den Betrieb bringen möchte. Und zwar vom Kopf an. Also er möchte es vorleben und möchte, dass seine Mitarbeiter auch so ausgerichtet sind. Und den Compliance Officer, der also zu uns schickt, den er ausbilden möchte, der soll dann in diesem Spektrum auch zu Hause überzeugt sein. Das wäre unser idealer Studium. Dann bleibt mir eigentlich abschließend nur noch so ein bisschen auf diese Formalien kurz einzugehen. Wenn man sich jetzt bewerben möchte und sagt, jawohl, das interessiert mich, zum einen, wo findet man mehr Informationen und wie ist das dann immer? Beginnt das sowohl zum Sommer- als auch zum Wintersemester oder nur zum Wintersemester oder nur zum Sommersemester? Und insbesondere, wie gesagt, wo finde ich weitergehende Informationen dazu? Also wir starten jetzt wieder im März. Zum Sommersemester, so starten wir eigentlich immer. Und die Bewerbungsfrist ist dann? Und Ende Januar. Also okay. Mit Ablauf des Januars ist dann die Bewerbungsfrist zu Ende. Okay. Alles findet man unter der Homepage MCD, also Master für Compliance und Datenschutz. Okay. MCD.fhws, okay, also Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, ja, .de oder eben googeln, Compliance und Datenschutz genügt, weil wir sind einmalig, wie schon genannt, und deswegen findet man uns auch ohne weiteres unter dem Suchbegriff sofort. Und noch vorweg, wir sind also auch ein MBA. Als Abschluss wird ein Master im Rang eines MBA vergeben und somit eigentlich auch sehr hochwertig und in der Wirtschaft sehr gesucht. Und wenn man das Ganze zusammenfasst, kann man eigentlich nur sagen, es ist ein fantastisches Angebot, einzigartig in ganz Deutschland, hier in Würzburg. Und ich bedanke mich bei dir, Uwe. Ich bedanke mich bei Uwe Dulata, der hier Rede und Antwort gestanden hat für diesen Studiengang. Und ja, ich wünsche ganz, ganz viele Bewerbungen. Dankeschön. Ich danke ganz besonders.